Harald Glöckler mag Erik Lehmann? Kusssensation. Jetzt können es alle sehen. Geht da etwa doch mehr als nur Freundschaft? Punkt. Harald Glöckler und Marc Erik Lehmann kommen sich jetzt vor laufenden Kameras doch näher, als sie vielleicht zugeben wollten. Es kommt zum Kuss. Seit dem Eheaus mit Dieter Schroth geht Modeschöpfer Harald Glöckler wieder als Single durchs Leben. Oder etwa nicht? Schon seit Wochen halten sich Gerüchte wacker, zwischen ihm und Politiker Marc Erik Lehmann soll etwas laufen. Zwar beharrten die beiden stets darauf, sie seien nur gute Freunde. Diese Szenen sprechen jedoch eine andere Sprache. Harald Glöckler? Jetzt küsst er seinen Freund Marc Erik Lehmann. In seiner Doku Herr Glöckler sucht das Glück gewährt Harald Glöckler seinen Fans jetzt ganz private Einblicke in sein Leben. Dazu gehört aktuell auch ganz besonders sein Freund Marc Erik Lehmann. Der Designer bestätigt, in letzter Zeit sind wir ein bisschen mehr zusammen unterwegs. Doch mehr als Freundschaft ginge wohl nicht zwischen ihnen, wie Marc Erik betont. Wir beide kennen uns seit mehreren Jahren. 5 oder 6. Wir haben uns bei einer Party kennengelernt. Wenig später sieht das aber ganz anders aus, nach ein paar Gläschen Sekt kommt es vor laufenden Kameras zu einem Kuss. Geht da etwa doch mehr? Vor einigen Wochen machte Harald Glöckler vielsagende Andeutungen. Es ist auf einem guten Weg. Wohin der Weg führt, werden wir sehen. Wenn man jemanden mag und gerne Zeit zusammen verbringt, sich gerne berührt, ist man auf einem guten Weg. Bleibt also abzuwarten, wo der Weg den Designer und seinen guten Freund am Ende wohl doch noch hinführt. Nach diesen Szenen ist eine reine Freundschaft wohl nicht nur das Ziel ihrer gemeinsamen Reise.